Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 6. Februar. Und was ist das für ein Tag? Das ist der Tag nach dem Super Bowl. Und wenn ihr das abhört, dann wisst ihr auch, wer gewonnen hat. Ich weiß es jetzt noch nicht. Aber um den Super Bowl geht es hier auch nicht, denn heute geht es hier um Microsoft Outlook, Firefox OS, Faraday Future, Motorola, Jawbone und Adobe. Beginnen tun wir aber mit Microsoft. Die bohren nämlich jetzt Outlook richtig auf für iOS, also sprich für iPhone und für iPad, denn dort wird es bald die Möglichkeit geben, Add-ins zu integrieren. Also Drittanbieter wie Trello oder Evernote können kleine Add-ins erstellen und die kann der Nutzer dann in Outlook aktivieren und damit Sachen automatisieren, weitere Funktionalitäten nutzen. Ja, einfachste Beispiel ist wahrscheinlich Evernote, dass man direkt aus Outlook auf seinem iOS-Device direkt ein Snippet nach Evernote reinspeichern kann. Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Generell so Add-ins, die Sachen automatisieren, dass man nicht zwischen den Programmen hin und her hüpfen muss, sind immer sehr gut, wenn sie gut integriert sind. Und das gucke ich mir auf jeden Fall an, auch weil ich Outlook unter anderem auch verwende als Mail-Client. Eine andere Sache habe ich eigentlich nie verwendet und werde ich jetzt auch nicht mehr verwenden und das ist Firefox OS. Das ist das Betriebssystem von Mozilla, das ist das Unternehmen hinter dem Firefox-Browser und die haben vor 4 Jahren ganz großes Tamtam gemacht und wollten ein Betriebssystem entwickeln für internetfähige Geräte. Also im Regelfall waren das dann eher Smartphones, aber es sollte auch in Richtung Smart TV gehen und sonst noch andere Gadgets, eben die sich mit dem Internet verbinden. Die haben damit nie einen Fuß auf den Boden bekommen. Ich persönlich hatte auch, glaube ich, nur einmal so ein Ding in der Hand, weil irgendjemand sich da so Neugierde bestellt hatte und die Chance gegen Android und iOS wirklich anzukommen, ist schon nahe Null. Sie haben es versucht und jetzt haben sie halt aufgegeben. Das Team wird aufgelöst und damit haben wir den Abschied zu verkünden. Kein Abschied, aber ein Anfang steht an für Faraday Future. Das ist der große Tesla-Konkurrent, der die letzten paar Wochen auch wieder groß durchs Netz gegangen ist. Die bauen halt auch elektronische Autos, hatten halt große, riesige Pläne und sind so ein bisschen jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Die wollten nämlich mal sofort 7 Autos bauen und wie es jetzt ausschaut, bauen sie halt nur noch 2. Das scheint mir auch schon durchaus realistischer zu sein. Generell so ein Auto bauen, das macht man ja nicht mal eben. Ich weiß auch nicht, ob man mal so eben 2 verschiedene Autotypen baut. Ja, aber 7, das war halt von vornherein schon eine irre Idee und entsprechend so. Also es schaut aus, es werden erstmal 2 gebaut und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt und ob das nicht eine große Luftblase ist, die die da machen. Motorola Deutschland oder Moto, wie es abgekürzt und stilisiert verwendet wird im Marketing. Deren Webseite, wenn ihr da jetzt drauf geht, da findet ihr nur noch einen großen Countdown. Und der Countdown, der rechnet runter zum Mobile World Congress, der Ende des Monats in Barcelona ansteht. Und jetzt kann man vermuten, was da passiert. Sehr wahrscheinlich geht es hier um eine Vorstellung von den kommenden Moto G5 Geräten. Es ist eine Krake, ein Oktopus zu erkennen. Da vermutet man dann einen Octa-Core-Prozessor dahinter. Das ist auf jeden Fall spannend und schon mal eine drastische Maßnahme, die komplette Webseite einfach, sag ich mal, abzuschalten. Denn da haben sie auch Geräte drüber verkauft und jetzt für fast 3 Wochen nur einen Counter dort zu haben. Jetzt einmal in der Annahme, dass das auch so bleibt die nächsten Wochen. Also, schauen wir mal, ob vorher was bei rumkommt. Ansonsten wissen wir spätestens, wenn der Mobile World Congress am Start ist, was Moto für uns bereit hat. Was wir auf jeden Fall wissen, was Jawbone nicht mehr für uns bereit hat, das sind nämlich Consumer-Produkte. Die hatten die sich ja schon irgendwie so ein bisschen zurückgezogen. Die haben ja früher so Fitnessarmbänder, Wearables produziert. Und zusätzlich auch Bluetooth-Lautsprecher, die ganz populär waren. Und die haben das jetzt wirklich komplett aufgegeben, machen einen Pivot, wie man im Fachjargon sagt, wenn man sich einfach mal dreht und was komplett anderes macht. Nicht hundertprozentig komplett was anderes, aber die wollen sich jetzt wirklich auf
Clinical Health Products fokussieren, also technische Wearables für den, ja, fürs Gesundheitswesen, sage ich mal, und eben nicht mehr an Produkte, die wirklich an den Endkunden gerichtet sind. Und dort suchen sie jetzt auch einen entsprechenden Investor, der das Gesamte finanziert. Das finde ich auch sehr spannend, ob das wirklich so einfach klappt und ob die jemanden finden. Denn ja, sie sind ja zumindest schon einmal gescheitert, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass sie nichts können. Vielleicht war auch einfach die Konkurrenz zu stark, der Markt zu klein. Aber halt einmal so ein Wechsel wirklich von Endkundenprodukten zu Fachprodukten für eine Industrie, das ist einfach eine ganz andere Welt. Von daher bleibt auch spannend. Und zu guter Letzt noch die Nachricht, Adobe erhöht die Preise. Und zwar in Schweden und in Großbritannien. Und Großbritannien, logischerweise, ist der Grund, der da angegeben wird, der Brexit. Ja, das haben ja auch schon andere Firmen gemacht. Apple hat die Preise auch enorm angezogen in England. Denn sonst haben wir da auch einen riesen Tourismus, dass Leute da schön günstig einkaufen, auch gerade für Kontinentaleuropa. Und wenn der Pfund halt verfällt, in dem Sinne, oder abfällt gegen anderen Währungen, da wollen die Firmen sich einfach auch dafür schützen. Und Adobe hat jetzt nachgezogen. Also das sind halt konkret 15%, wo die Creative Cloud wohl teurer werden soll. Und das sind dann in Summe, glaube ich, 5 britische Pfund pro Monat. Ist für uns als Info vielleicht ganz nett zu wissen. Ansonsten, wir zahlen ja in Euro hier in Deutschland an die Kollegen von Adobe. Und das war's auch für mich und für euch heute zum Start in die Woche. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Nachrichten dabei und ihr kommt gut in den Tag. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns morgen wieder hören. Also von daher, ich wünsche euch einen guten Tag und bis morgen. Hört mehr Geek Talk.